Leute und Alles. herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in unserem RP-Projekt Real Farmers mit dem Varuna LP. Servus. Und mit dem Black Beast 86. So. Und natürlich Reinhard. Auch allen anderen herzlich willkommen. Ja. Hallo. Hallo. Moin, moin. Ja. So, der Herr Reinhard wollte, dass wir irgendwie hier zusammenkommen. Was denn los? Übrigens, ich weiß nicht, ob das alle schon mitgekriegt haben. Herr Reinhard, ich wollte Sie einfach nochmal vorstellen, weil Sie sind ja jetzt unser kandidierender Bürgermeister. So, ich beleuchtige Sie, Herr Reinhard. Ja, nur damit alle Bescheid wissen, wenn der Reinhard Hallo. Auftaucht, müssen wir aufpassen. Hallo. Servus. Servus. So, also sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwarzingen, es gibt jetzt hier übrigens, mein Auto taugt auch als Bühne. Das ist mein neues Dienstfahrzeug, wen interessiert. Ja, also wir werden heute mehrere Punkte besprechen. Zum einen die Subventionierung, dazu ist die Liste fertig geworden. Da können jetzt alle online reinlesen, wie viel Prozent, auf was sie subventioniert bekommen, auch an wen sie sich wenden müssen. Des Weiteren wollte ich... Also diese wird jetzt in diesen Momenten online gegeben. Das ist doch mal gut, oder? Was sagt ihr dazu? Finde ich auch. Ja, ist gut. Also, dass die Landwirte unterstützt werden, dass so schnell der Bürgermeister dem Wahlversprechen nachkommt, finde ich schon mal toll. Aber, Herr Reinhard? Ja? Sie wollten ja auch was für die Kindergärten spenden. Ja, die Spende ist bereits ausgegangen. Ja, das Ach so. Zum zweiten Punkt nun. Also, wir haben, ja doch, oder, nee, das habe ich mir jetzt noch, also, Sie sehen ja, wenn Sie auf der Karte schauen. Tut mir leid, war also, gerade abgelenkt. Ich hoffe, jeder hat jemand eine Karte dabei, dass ihr irgendwie gegenseitig reinschauen könnt. Ich habe mein iPad mit. Ich auch. Also das, ich auch. Gut, also ich möchte halt das mit Ihnen zusammen entscheiden, dass man entlang beim Shop bis hin runter zum in Richtung Hof 5 bei Feld 42 eine Straße, die Berge, also die eine Schneise fräst, abrodet und dann dort eine Straße verlegt, durch unseren Bauhof natürlich. Dazu möchte ich Sie fragen, ob Sie damit einverstanden sind oder ob Sie das so lassen wollen, wie es ist. Wer einverstanden ist, geht bitte zu diesem gelben Haus. Ja, ich hätte da mal eine Frage. Arbeit. Von wo nach wo nochmal? In Richtung, also, wenn Sie den Shop sehen, fährt bis zu Feld 42. Da durch diesen Wald. Feld 42? Oder von Feld 20, von Feld 20 zu Feld 42 runter, so ungefähr. 42? Da ist also kein 42. Diesen Wald. Die 72 meinte ich. Sie meinen 72. Arbeit gibt Geld, ja. Geld ist die gut. Die Frage... Arbeit, Herr Reinhard, Arbeit, die Frage Arbeit, ist ja... Arbeit. Sie meinten ja, dass eins, zwei, Bauhof eins, zwei. Nur, die Frage ist, der Bauhof macht keine Forstarbeiten. Wer macht die Forstarbeiten? Der Förster ist ja noch im Urlaub. Jürgen, wir brauchen Arbeit. Ja, ich komm, würde... ich würde natürlich den Bauhof... Bitte. Engagieren. Unfreiwillige Bürger könnten ja auch helfen. Genau. Jürgen. Also, bitte, hallo. Bitte, ich würde okay, mal kurz um das Wort bitten. Ich würde kurz ja? um das Wort bitten. Ja? Es kann ja nicht sein, dass Sie als Bürgermeister direkt so eine gravierende Entscheidung treffen. Ich denke mal, wir sollten mal gucken, was für Tiere da leben. Also, wir zerstören ja da einen riesen Naturraum. Ja, es wird ja aber ohne anderen im Recht. Also wir sollten auch die Ökologie beachten und die Tiere halt. Ich habe auch da schon viele Rehe und Füchse da gesehen. Da haben Sie ja recht. Es soll auch nur eine einspurige Straße verlegt werden, die breiter ist als der bisherige Waldweg und nicht so kurvig und nicht so bäumig. Wieso? Ich habe eine Frage, Herr Reinhard. Ja. Da ist ja ein Waldweg. Wieso verbessern wir als Bauhof nicht einfach den Waldweg?
Das wäre ja die zweite Option, die es gäbe. Also das war ja die erste Option, wo man eine komplett neue Straße legt. Als zweite Option hätte ich vorgeschlagen, für den Waldweg auszubessern und an den Seiten ein bisschen breiter zu machen. Ja. Ich würde gerne noch wissen, wir hatten da seinen Akkuschrauber dabei. Was wäre denn, also für was wollen sie denn die Straße überhaupt haben? Dass man schnell von Süd nach Nord kommt oder Nord nach Süd oder so. Kann ich kurz was fragen? Durch den Rollverdecker, Mensch. Also. Ja, wer wollte was fragen? Ich. Also. Ja, Ludwig Schmidt. Also ist das nicht vielleicht ein bisschen ein. Also, man sollte schon vielleicht schon natürlich davor schauen, welche Tiere da leben, weil. Weil. Wenn man dann so mit den großen Maschinen kommt, werden natürlich dann auch viele Tiere verjagt. Da leben keine Tiere, die habe ich alle erschossen. Das glaube ich nicht. Ich habe auch schon. Ich habe vor ein paar Tagen da auch schon einen Fuchs gesehen. Das waren alle Papptiere. Die sind aus Pappe gewesen. Nee, das habe ich ausgestopft. Nein, die haben ausgestopft alle. Leute, ich bitte mal, ich übernehme jetzt einfach mal das Wort und würde einfach mal vorschlagen, die dafür sind, dass der Waldweg einfach breiter gemacht wird. Gehen mal hier zum Neumann darüber, also hier rüber. Die anderen für eine komplett neue Straße, die gehen zu dem gelben Haus. Tobi, komm her. Wir brauchen mehr Arbeit, mehr Arbeit, mehr Arbeit. Ja, es gibt auch Arbeit. Tobi, komm jetzt her. Und was ist so viel Arbeit? Wie willst du das machen? Was ist mit euch drei? Brava, Tobi, brav. Wir sind eigentlich dagegen, also ich bin dagegen. Ja. Okay, die dagegen sind, stellen sich einfach hier hin. Was ist das mit dem Jürgen los? Arbeit, 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 Waldweg, 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 Waldweg. Ja, und also, was ist mit euch zwei? Der sich hier hinstellt, der stimmt dafür, dass der Waldweg ausgebessert wird. Ja. Der hier hinten steht, der stimmt dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Und der beim gelben Haus hier, der stimmt dafür, dass der neue Weg gebaut wird. Also alles neu. Ja. Ich meine, das kommt ja nur dem LU zugunsten und die stehen alle da hinten, echt. Ja, Geld muss verdient werden, aber ich bin der Meinung, Geld ist nicht alles und wir sollten auch ein bisschen auf unsere schöne Umwelt achten. Finde ich. Ja. Nee. Da stimme ich 100 zu. Ja, gut, also dann, Herr Reinhardt, dann wäre Ihr zweiter Punkt somit erstmal erledigt. Und der ist alle dafür, dass es alles so bleibt, wie jawohl, ich sehe. Das ist wohl die Mehrheit. Okay. Mehr gab's eigentlich. Achso, ich wollte Ihnen noch sagen, dass ich heute die stellvertretende Polizei bin, ich das nicht sehr gut kann, also deswegen entschuldigen Sie. Ah, da wachsen Sie noch ein. Ich glaube, da können Sie sich noch verbessern. Ja. Kein Problem. Wo ist die richtige Polizei? Und die ist im Urlaub. Und hat jemand noch einen Verbesserungsvorschlag? Ich hätte noch eine Frage an Sie. Die Bauern brauchen mehr Geld. Bitte einmal zuhören. Sie hatten bei Ihren Wahlversprechen was gesprochen von verbessertem Mobilfunknetz. Ich muss sagen, in letzter Zeit hatte ich manchmal so schlechte Verbindungen. Ja, das muss noch mit einem Hardware-Sponsor, also nicht Hardware-Sponsor, sondern mit einem Hardware-Unternehmen geklärt werden. Und was es da vom Staat für finanzielle Möglichkeiten gibt und ob wir schon 5G nutzen dürfen. Aber Herr Verona. Ja. Sowas passiert doch nicht so von heute auf morgen, dass das der Mobilfunkzeug ausgebaut wird. Es passiert doch nicht von heute auf morgen. Braucht man schon ein bisschen Zeit. Natürlich nicht. Ich wollte nur mal wissen, ob der Herr Reinhardt sich darum schon bemüht hat, weil er hat es als Wahlversprechen gegeben. Und da muss es ja auch vorwärts gehen. Müssen wir Strommasten aufstellen. Das ist Arbeit. Ja, Arbeit! Arbeit! Ruhig, mein Herr! Durch den Wald. Ruhig. Ich habe meine Beine gebrochen. Ruhig! Bitte Ruhe, bitte Ruhe. Und es ist des Weiteren ein Traktor-Sharing geplant. Ein was? Ein Traktor-Sharing. Das heißt, Sie können einen Traktor gegen Gebühr ausleihen. Aha. In allen Größenklassen, oder wie? Ja, mittel, klein und groß. Ja, dann hätte ich gerne ein Class Xerion 5000. Das finde ich schon mal gut. Es gibt
Pferd. Ich würde gerne nochmal darum bitten, dass alle, das die gerade... Nein. Entschuldigung, bitte nochmal einmal ein kurzes Wort. Alle, die gegen die Straße waren, dass die alle nochmal zu mir kommen. Wir gehen mal kurz auf die Seite, bitte. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Komm mit, Tobi, wir machen Arbeit. Wir machen den Arbeitstag. Die gegen. Arbeit, Arbeit. Nur alle, die gegen die Straße waren. Arbeit, 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 Arbeit. Herr Knoll, ist es normal, dass Sie kein Gesicht? Hallo. Hallo. Aber das sind ja jetzt viel mehr. Da irgendjemand hat da geschummelt. Ich geh nochmal zu den anderen kurz. Alle anderen dürfen bitte ihrer gewohnten Arbeit nachgehen. Es geht wirklich nur um die dagegen waren. Dann kommt Knoll. Weil sonst verzögern wir unnötig die Arbeiten. Brauch mal ein Auto. Und bitte mir mal folgen, der Rest. So, mal gucken. Hallo. Hallo. Also, Leute, ich finde es ja gut, dass ihr auch... Aber da stimmt irgendwas nicht. Herr Reinhardt, Sie müssen gehen. Sie waren nicht dafür. Der Reinhardt ist gar nicht da. Ich wäre dafür, dass wir vielleicht so eine kleine... So eine... Herr Reinhardt, Sie sind nicht hier. Herr Reinhardt, Sie sind ausgeladen. Sie waren für eine Straße. Tschüss. Ich bin nicht für die Straße, ich habe das nur als Vorschlag eingebracht. Ja, tschüss. Es sind trotzdem noch zu viele. Einer ist noch zu viel. Ich weiß zwar nicht wer, aber... Oder es könnte passen. Also ich wäre dafür, dass wir vielleicht so eine kleine Öko-Partei gründen. Ja. Wisst ihr? Dass man so ein bisschen... Öko! Dass man so ein bisschen gucken, dass nicht zu viel Industrie hier ins Land kommt. Dass alles so ein bisschen auf ökologischen Anbau und so ausläuft. Ja. Bin ich dafür. Ja, bin ich auch. Ich versuche zuerst Lohnwert, aber es kostet zu viel. Naja, das müsste sich mal beim Bürgermeister informieren, was die Subventionierung so losschlagen kann. Ja, ja. Bei Wurz Farm hat er das geschickt. Genau. Harry? Okay, finde ich gut. Ja. Ich würde, merken Sie sich das alles, vielleicht können wir da wirklich noch eine Partei gründen. Ludwig. Okay. Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Okay. Hoffentlich hat der Regen heute Nacht auf. Tschüss. Tschüss. Danke. Gavin, Zerbellfunk, oder? Herr Bauer? Der ist auch weg, okay. So, warte mal. Aua, die doofe Hauswand. So, haben wir unsere schöne Öko-Partei her. Oh, ich sehe gar nichts hinten raus. Eieiei. War jetzt gerade ein bisschen heikel hier. So, eine schöne Partei gründen. Ein paar Spendengelder kassieren. Bestimmt interessant. So. Ich weiß gar nicht, ob es sich jetzt noch lohnt. Lass mal da nochmal zum Sepp rausfahren. Das geht, glaube ich, gleich nicht gut. Ich muss echt sagen, die Internetverbindung hier ist schlecht. So. Der Jürgen, der knallt hier auch vorbei. Ich
So, der Jürgen hat ja gesagt, ich kann bei dem schlafen, dann fahr ich gerade mal zu dem hin. Oh, schon wieder. Bin ich irgendwie falsch abgebogen. Ach. Oh, was ist denn los hier? Packe ich gerade mal hier hin, dann kann ich schlafen. Gute Nacht. Oh. Der Wecker war irgendwie zu früh. Ja. Ja. So, jetzt guten Morgen. So, das Schlafen hat noch nicht ganz funktioniert. Ah, jetzt, neuer Tag, neues Glück. Ich fahr mal wieder zum Sepp Hans. Hallo, Harry. Wie geht's dir denn? Ich wollte dich gestern die ganze Zeit mal anrufen und fragen. Aber hab dich irgendwie nie erreicht. Ja, ich wollte, ich habe heute so schlecht geschlafen. Ich auch, ich bin auch. Ja, irgendwie bin ich auch mitten auf der Straße aufgewacht. Ah, ja, das ist schlecht. Ja. Aber wie geht's dir denn nach deinem Unfall? Ist wieder alles heile? Ja, alles heile. Okay, das ist ja schon mal die Hauptsache. Oh. Nicht gebrochen. Ja. Und Arbeit hast du auch wieder gefunden. Ja, jetzt bin ich mal Ballen fahren. Ah, beim Sepp? Ja. Ja, das ist notwendig. Dem sei Ballen liegen alle unten auf der Straße. Ja, ich weiß. Okay, dann bin ich ja. Ja, da werde ich schon ein bisschen beschäftigt. Da bist du ja. Ah, hast du jetzt wieder ein anderes Auto? Das habe ich vom Knoll gekriegt. Meins, ich weiß gerade gar nicht, wo mein Auto steht. Ja. Das habe ich vom Knoll gekriegt, dass ich hier zum... Ja, ich habe auch jetzt ein Auto. Ja, was hast du denn? Ja, einen Dodge Ram. Ah, auch, okay. Ja, den habe ich auch. Ah. Der war, glaube ich, mal im Angebot. Ja, den habe ich auch. Da habe ich ein Angebot bekommen. Ja. Okay. Gut, also ich muss aussteigen. Ich muss... Die Freisprecheinrichtung ist dann weg. Ich muss hier weiter beim Sepp Hans die Bäume fällen. Ah ja, du bist ja auch hier. Jo, bis die Tage, ciao. Ja, bis die Tage, tschüss. So, gut. Hoffentlich. Hoffentlich macht er den Baum hier noch weg. Er hat gesagt, er holt die Seilwinde. So, 16 Bäume hat man. Das wird jetzt halt das Problem hier. Mit den Baumstümpfen, die da sind.
So, ich mache hier mal einfach weiter. Business as usual. Ach, gestern war ein Scheißtag, ey. Der Regen, der hat mich schon ein bisschen genervt. Ich rufe mal gerade den Peter an. Ja, hallo? Ja, hallo, Herr Peter. Hallo. Ich wollte gerade mal fragen, können Sie gerade sprechen? Ja, kann ich. Okay, ich wollte mal fragen, ob Sie eine Kettensäge per DHL verschicken können. Eine Kettensäge per DHL? Ja, dann würde ich die online bestellen. Weil ich brauche hier eine. Der Knoll hat gesagt, der schickt mir eine, aber irgendwie kam da noch keine an. Dann kaufe ich Ihnen eine. Und dann seid das direkt ein. Welche Kettensäge wollen Sie denn? Das wird so nicht funktionieren, vermute ich. Deshalb hätte ich die jetzt online bestellt. Wie meinen Sie jetzt? Ich würde die online bestellen und mir per DHL liefern lassen, direkt an meinen Arbeitsplatz. Mhm. Wenn das wird dann so einen Tag dauern. Oh oh, oh oh, nein! Aua, au, au! Oh. Was ist los? Was ist passiert? Hallo?